Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, 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 ja. Endlich mal wieder den About Blank bei mir. Hallo, About Blank. Hallo, Julian. Sehr so. Lange nicht dabei gewesen. Das stimmt. Den ersten Stream damals, den initialen Stream gestartet. Den allerersten, meine Herren. Den gibt's auch noch nicht mehr. Den, ich habe schon überlegt, ob ich nochmal runterlade und es einblende in den Stream. So Ausschnitte von damals. Ja, ich hab's sogar runtergeladen. Ich hab's auf dem Handy. Ich auch, auf dem Handy. Ja, klasse Erinnerung. Ghostbee, schön, dass du schon da bist. Hallo, grüß dich. Heute, ich habe es glaube ich auch ganz fett reingeschrieben, es ist ein Teststream, ich habe OBS modifiziert, in Anführungsstrichen, ich nutze jetzt einen Renderer, den es eigentlich gar nicht geben sollte für die Windows-Version, das ist so ein bisschen hingedeichselt, mal gucken, ob es funktioniert. Und geplant war PUBG, das müssen wir dazu sagen, ja. Aber PUBG kommt mit dem OpenGL-Renderer wohl nicht klar. Genau. Es gibt ein ziemlich buggiges Bild, schön rot und eklig und verpixelt und ja, deswegen sind wir ein bisschen... Aber nur, wenn man hookt. Über Capture-Karte, sein PUBG sieht man, mein PUBG nicht. Ja, also ich kaufe demnächst noch eine neue Capture-Karte, dann passt das auch. Heute ist es eher ein Lasttest, wie es funktioniert. Ich kann auch schon mal rübergehen in die jetzt gleich Spielszene. So, da sieht man auch schon, er spielt über Capture-Karte, sein Bild links sieht man schon, meins kommt gleich durch den Hook, da ist es. Das muss erst gehookt werden, jetzt sieht man beide Bilder. Man sieht uns noch, es ist ja alles fein, alles super. So, ich würde sagen, wir gehen ins Squad-Play. Ins Duo-Play, dachte ich, oder? Ja. Also ein Squad-Play-Duo. Ja, weil es gab auch eine Squad-Option. Da hast du recht. Da, ja. Sehr gut, sehr gut. Kannst du mal H1Z1 spielen? Ist ja jetzt kostenlos. Habe ich heute auch gelesen. Was? Ja, das haben sie heute bekannt gegeben. Habe ich auf Arbeit gelesen. Ach was. Dachte ich erst, wow. Ich wollte mir das Spiel tatsächlich vor ein paar Tagen kaufen. Ich dachte mir, Battle Royale-Spiele, ey, probierst du mal alle aus. Ich habe bisher nur PUBG und Last Man Standing gespielt. Ich habe auch nicht mal Fortnite gespielt, obwohl ich es habe. Und dachte mir, alles klar, kaufst du H1Z1, ist nicht teuer. Und heute lese ich, es kostenlos geworden. Ich hätte mich so geärgert vor 2-3 Tagen. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte mit, was hatten wir auch das eine Mal? E-Wolf. E-Wolf, genau, ja. E-Wolf, ne? Ja. Genau die gleiche Scheiße. Ganz genau. Ja, also alles gut. Erstmal die Leute kaufen lassen, dann tausende DLCs anbieten, damit die Leute das alles kaufen. Und dann kostenlos. Am Ende sagen, du, die Community läuft nicht so gut. So, ich drücke jetzt erstmal auf Start-Match. Ich möchte noch kurz erwähnen, als wir es getestet haben im Gerade, bin ich rausgeflogen. Also das Spiel ist noch im Early Access. Wenn ich gleich weg sein sollte, muss ich das Spiel neu starten. Mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt haben wir einen Ladebildschirm. So, lade es nämlich runter. Ghostbee, du lädst dir also gerade H1Z1 runter. Ich werde es mir auch runterladen. Wie gesagt, ich wollte es sogar kaufen, habe es nicht gemacht. Bin froh und werde es mir jetzt demnächst mal runterladen und auf jeden Fall mal anzocken. Der Ian kennst du auch noch? Crazy ja, Gamer? Natürlich. Der Ian hat mich gefragt, ob ich endlich mal Fortnite spielen kann. Wir werden auch demnächst mal Fortnite spielen. Ja, und vielleicht sogar heute mal eine Runde, aber nee, du hast bestimmt nicht geladen, ne? Nee, glaube ich nicht. Ja, nee. Dann. Normal habe ich immer alles installiert, aber neue Festplatte. Ich bin ja dabei, alles runterzuladen, neu. Okay. Das erklärt auch, warum du Last Man Standing auch nicht installiert hast. Richtig, das war's nämlich. Und wir mussten uns die Downloadgeschwindigkeit teilen. Ja. Unglaublich. Eine halbe Stunde lang für 7 GB. Es war traurig. Ich bin drin. So. Das ging ja einfach mit. Dieses Bild hatte ich nämlich beim ersten Mal schon gar nicht erst gesehen. Da bin ich schon vorher rausgeflogen. So, ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld. Ich werde zwischendurch immer mal so ein bisschen auf den zweiten Monitor schauen, weil ich einfach gucken möchte, läuft der Stream, läuft die Aufnahme, läuft die Renderszene etc. pp. Und ich muss sagen, ich habe konstante FPS. Mit dem standardmäßigen DirectX 11 Renderer in OBS bin ich in PUBG direkt nach Spielstart auf 28 FPS abgefallen. Was krass ist, das ist weniger als die Hälfte. Ohne Aufnahme und ohne Stream, wirklich nur nackt in OBS. Und mit dem OpenGL Renderer, der in Linux und macOS Standard ist, in Windows aber nicht verfügbar ist, habe ich bisher keine Probleme, außer eben in PUBG. Genau das einzige Spiel, was wir eigentlich spielen wollten heute. Ja, da habe ich mich so lange drauf gefreut. Ja, sehr schade. Du kannst aber gerne öfter kommen. Ja, natürlich. Wenn ich beruflich so angespannt wäre, würde ich am liebsten hier einziehen. Aber leider erlaubt es weder meine Freundin noch meine aktuelle Arbeitssituation. Was sagt denn deine... Was heißt denn deine Freundin? Erlaubt dir das nicht? Ich habe nie was dagegen gesagt. Ja, das hast du noch nie mitgekriegt. Ich muss ja die Schläge zu Hause ertragen. Ach so. Die Peinigung. So, noch 19 Spieler. Achso, hast du überhaupt schon mal gesehen? Die haben hier ein bisschen was gepatcht. Du spielst das Spiel zum ersten Mal heute, ne? Ich spiele das Spiel zum allerersten Mal heute. Wenn du hier rüberkommst, hier ist so ein Jumping-Puzzle. Das haben sie extra eingebaut, weil sich die Leute hier immer so gelangweilt haben in der Lobby. Okay. Think outside the box. Also ich finde dieses Schild hier ganz nett. Das erinnert mich ein bisschen an die alten Counter-Strike-Zeiten. Wo du einfach irgendwelche Images reinsprayen konntest. Und die damals. So ein bisschen aussahen.
Als ob sie nicht so wirklich ins Spiel reingehören. Hier. Aber sehr interessant. Ja, was mich ein bisschen irritiert ist, dass wenn ich laufe und Shift gedrückt halte, dass er nur geradeaus läuft. Ja. Auch wenn er so tut, ich weiß nicht, du musst doch mal mit dem Mikrofon gucken. Du bist gefühlt so viel leiser als ich. So viel leiser. Ich rede auch wahrscheinlich viel leiser. Du redest sehr leise, das stimmt. Ja. ich werde versuchen, lauter zu reden. Es tut mir leid. Ja, deine Stimme erinnert mich auch gerade an, ich bin jetzt in so einer Racing-Gruppe auch drin und fahre öfter mal mit den Jungs. Tolle Gruppe. Und da haben wir einen, der hat so eine richtig extreme Stimme. Total krass, so eine richtig raue, kratzige, tiefe Stimme. Und dem habe ich gesagt, er möchte bitte mal im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen covern. Der hat so eine richtige, so eine Stimme hat der. Welches Lied meinst du? Kennst du das nicht? Ich kenne dieses Lied nicht. Was? Nein. Ja, okay, in Russland war es bestimmt nicht so bekannt. Hier, Hitparade, 1976, Deutschland. Kennst du nicht? Oh, verdammt, es fällt auch noch runter. Ich glaube, da musst du viel nachholen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob irgendwer aus dem Chat vielleicht das Lied kennt. Würde mir gut tun, wenn, mich in meiner Unwissenheit bestätigen würde. Aber übrigens, dieses Puzzle hier zum Springen ist total komisch. Warum? Ich bis jetzt noch nicht mal auf diese grüne Kiste gekommen bin. Ah, doch. Jetzt. Oh. So, ich komme immer hier meistens nicht rüber. Zack. Und diesen Sprung hier, den schaffe ich immer nicht. Zur letzten Box. Den kriege ich immer nicht hin. Wie ich? Was? Machst du das gleich an wie ich? Alter. Ich blutet, ja. Oh, spooling up. Was ist spooling up? Er spult vor. Keine Ahnung. Krass. Keine Ahnung, was spooling up heißt. Spule vor, würde ich jetzt sagen. Aber mein Englisch, ey. Mein Englischlehrer hat sich richtig hart für mich geschämt, das weiß ich noch. Das Gute ist, auf der Berufsschule hatte ich auch den Englischlehrer, der die Schule international im Englischen vertreten hat. Das lag nicht an deinem Englisch, wollte ich gerade sagen. Was mache ich denn da? Ich komme da einfach nicht hoch. Lass nochmal 2 Minuten warten? Ja, das ist der einzige Nachteil am Spiel hier. Teilweise ist die Lobbyzeit wirklich sehr extrem. Ja, wahrscheinlich, weil auch nicht so viele. Also, weil die Community noch nicht so groß ist. Also, eigentlich ist das Spiel sehr. Fall ich schon runter hier. Eigentlich ist das Spiel sehr beliebt. Echt? Ja. Aber das fand ich jetzt aber extrem lange, dass. Also, ein bisschen ohne die Queue aufgefüllt wurde. Das hat ewig lang gedauert. Ja, du hast manchmal Pech, dass du in einen komplett leeren Server geschmissen wirst und manchmal bist du auch in einem richtig vollen Server. Okay. In einem vollen Server. Komm, komm, komm. Ja. Juhu. Oh, geil. Guck mal, wo ich bin. Ist das Nonplusultra? Oh. Nein. Oha. Oh. Aber immerhin nicht runtergefallen, komm. Oh, oh. Alter. Wie komme ich da hoch? Ja. Ja. Hier Spucken gedrückt halten, lieber Mario. Oh, und da falle ich runter, weißt du? Spucken gedrückt halten, lieber Mario. dann springst du auch weiter. Und immer mit in die Kurve reingehen. Genau. Ganz wichtig. Ach, da unten stehst du. Ja, ich entsporne hier. Ich komme nicht so wirklich mit dieser Steuerung klar, ehrlich gesagt. Oh. Ich habe ein Problem mit diesem Springen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht wirklich den Charakter unter Kontrolle habe, wenn ich springe. Aber ich bin auch einfach viel zu sehr von PUBG geprägt. Das mag sein. Du musst es ein bisschen Tomb Raider-mäßiger spielen. Also wirklich, du musst springen, wenn dein Charakter vorne schon leicht runterfällt. Ach so, dann okay. Musst du springen. Echt? Ja, ja. So, jetzt mal wieder hier. Escape from Tarkov. Das müssen wir nochmal spielen. Unbedingt. Bin ich auf jeden Fall dabei? Ja. Ach, Tatsache. Nein, oh. Ey, Tatsache, man muss ja kurz vom... Naja, das ist wie bei den ganz alten Tomb Raider Spielen. Da musst du auch immer abschätzen, optisch, wie weit kannst du noch. Dann musst du warten, bis das Charaktermodel ganz leicht nach unten absackt und dann springen. Guck mal, den hättest du mir früher geben können. Jetzt bin ich auf Anhieb. Ja, instant drüber. Oh, es geht los. Oh Gott. The match starts in 17, 16, 50. Aua. Das klingt gruseliger, als es dann am Ende war. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh Mann, ich liebe diesen kranken Scheiß. So. Gadget Geeks in his best. Ja. So, ich weiß nicht warum, aber ich spiele so ein Spiel immer viel lieber in der Ego-Sicht.
weil ich auch so ein Ego bin. Nein. Ja, aber in der Ego-Sicht siehst du viel weniger von der Welt. Ne? Man das sieht viel weniger, gar keine Frage, aber irgendwie ist es authentischer. Ich meine, in echt könnte ich auch nicht um die Ecke gucken, nur weil ich mein Gesicht gegen die Ecke presse. Das denkst alles du? Schon hast probiert. Du schon mal ausprobiert? Ja, natürlich. Wie gut kennst du mich? Was ist das denn? Oh, was habe ich hier? Eine 300er? Wie cool ist das denn? Der Schatten fällt. Okay. 300er? Okay, ich höre Schritte. Ich auch. Ich weiß nicht, ob deine Schritte oder meine Schritte. Nee, ich gehe gerade nicht. Ich höre auch Schritte. Das heißt, ich schleiche immer. Hörst du immer noch Schritte? Ich renne erstmal aufs Dach hier. Ja, dass man E gedrückt halten muss, erinnert mich auch sehr stark an Fortnite. Aber Türen aufmachen ist nicht hier, ne? Das ist entweder, du gehst in den Türen Bereich aufmachen rein, ist nicht. Oder? Türen aufmachen ist nicht, aber. Na, okay. Hier ist doch einer bei mir. Nee, das bin ich, der läuft. Jetzt bleibe ich mal stehen, jetzt hast du keinen Wetten. Ja, hast du recht. Man muss sagen, ich weiß nicht, wie gut dieses Setup von deiner Community hier gekannt ist. Oh. Aber sehr schön. Hat das irgendwas mit den Farben auf sich? Auch mit der Stärke irgendwie der Pistolen? Farben? Achso, ja, glaube schon. Ich habe das Spiel selber erst 2-3 Mal gespielt. Und hatte da immer Leute mit dabei, die das Spiel richtig extrem kannten. Okay. Einmal habe ich es mit so einem englischsprachigen Typen gespielt. Der war von vornherein für mich der Squad-Leader, weil sich Englisch einfach viel cooler anhört als Deutsch. Dem bin ich blind gefolgt. Der hat aber auch voll die Ahnung gehabt. Dann hat der Alex-Bot öfter mitgespielt. Alias The Beast, alias Leon, alias... Er hat mehrere Namen. Okay. Keine Ahnung, ich glaube, der ist... Alias Chameleon. Ich glaube, der ist auf jeden Fall unter 16. Also wirklich noch extrem jung, spielt diese Spiele aber wie ein Ass. Okay. Also junger Bub spielt aber wie ein Senior. Ja, das sind halt die Digital Natives, ne? Ja, ja, ja. Da kommen wir einfach nicht mehr hinterher, wenn neue Spiele rauskommen. Wir sind einfach zu alt. So gar lernt einfach nicht mehr so. Ich weiß noch, wie ich damals Unreal Tournament 99, ey. Wie ein junger Gott gespielt hat. Ey, ich habe die Maus einmal kurz angetippt und habe mich 5x 63 Grad gedreht. Und wusste aber genau, wo die Gegner um mich rum waren. 360 Grad verteilt. Das waren noch Zeiten, da waren wir noch jung. Und jetzt sieh uns an. Ja, vorbei. Guck nicht hin. Da ist man froh, wenn man irgendwie sein Süppchen Mist. Halbwegs kauen kann heutzutage. Ja, das stimmt. Wir sollten auch mal so langsam vielleicht... Oh, was ist denn das hier? Zentrum zu bewegen. Bei Removes in 26 Sekunden. Was haben wir denn hier oben? Oh, eine fette Kiste, aber... Eine Militärkiste. Freunde, wo bist du da? Du, ich bin direkt bei dir. Okay. So, ich weiß nicht, ob ich hier schon drin war. Ich glaube nicht. Ansonsten. Ich glaube auch, dass meine Knarre, die wirklich nur Burst-Fire-Modus. Das mag ich eigentlich gar nicht. Am liebsten schalte ich zwischen Einzelschuss, wenn es auf Distanz geht, oder Automatik, wenn es wirklich eher in den Mittel-Nahkampf geht um. Wenn du sprintest, kannst du übrigens zwischen Automatik und Distanz schalten. Ja, gut. Just to let you know. Die Waffe hat genau Auto und... Oh, eigentlich müsste ich dann bei der... Das, ja, ist egal. Ist egal. Den Schild brauche ich jetzt nicht. Die. Hast du ein gutes Korb am Start? Nee, ich habe nur dieses... Ist das ein Holo-Visier? Das müsste ein Holo sein, was ich drauf habe. Okay, okay. Ich habe weder... Doch, Munition habe ich, aber ich habe... Ja, wir rennen in die falsche Richtung, ne? Was? Wir rennen in den Westen, oder nicht? Oh, Westen ist... Ja, wir müssen in den Osten. Das andere Westen! Ja... Das ist ganz anders als PUBG. Die Karte oben rechts dreht sich ja auch. Das ist ja unglaublich. Das kennt man ja auch gar nicht. Das wird ein völlig verwirrt. Waffen einstecken. Bei PUBG kannst du ja auch noch ausrüsten, wenn du schneller läufst. Das wie bei Counter-Strike damals. Einfach das Messer rausholen und schneller laufen. Tausendmal schnell rennst an allen vorbei. Ja, ja. Flash Gordon. Flash Knife Gordon. Sehr gut. Oh, jetzt habe ich den Song von Queen in den Ohren. Bam, 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 bam. Brrr, Flash. So. Wie er einfach von mir abhaut, ja? Ich habe Angst vor dir. Du bist Russe. Was ich Russe? Ja. Wir sehen ziemlich identisch aus, wenn wir uns nebeneinander stehen würden.
Ich weiß nicht, habe ich eine 600er? Ansonsten, hier ist noch eine 600er Weste drin, ne, falls du eine brauchst. Ach, du lootest wieder fein, ja? Natürlich, deswegen bin ich ja schneller als du. Oh, lauf doch mal. Wie groß ist die Karte? Weißt du das? In Real Life? Also wie viele Kilometer? Die ist nicht groß. Wenn du hier ein paar Runden spielst, dann weißt du irgendwann, wo du bist. Ich habe noch keine paar Runden gespielt, ich weiß nicht, wo wir sind. Hab ich sowas überhaupt schon? Medikit? Nö, nur Painkillers, aber was ist denn das da? Ja, das. Ja, das wollte ich haben. Ey, man muss es nur sagen. Medikit, nochmal Painkiller, man muss nur meckern. Kriegst du alles. Shotgun-Munition brauche ich eigentlich gar nicht. Oh, oh, bist du das? Ja. Oh, um Gottes Willen. Du machst aber auch einen Krach. Ja, ich probiere hier gerade die Waffen noch. Ja? Ja. Anstrengend. Ich probiere hier alles noch ein bisschen aus. Ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen, was ein Gewehr ist und was nicht. Und kaum gehst du live, pfeift die Nase, weißt du? Was? Achso, deine? Ja, meine Nase pfeift. Richtig gut. Ja. Das ist noch gut, wenn es die Nase ist. Wir haben ja auch ein Fenster auf. Das geht einmal ins Ohr rein, durch die Nase raus und wie viele Leute sind immer standardmäßig auf dem Server? 50, ich weiß es nicht. Hier leben noch 28 gerade. Mhm. Oh. Oh, mit Alt kannst du auch. Oh, sehr schön. Aber ey, wollen wir zum Ding? Zum Loot? Da werden bestimmt noch Leute sein. Oh, ne, nur Mutterweste. Was? Lass uns zum Loot laufen. Okay. Wo ist das Loot? Wir müssen irgendwie. Oh ja, wir sind ganz schön nah. Hoch. Lauf mal richtig. Oh, ich glaube, ich war falsch rum. Immer noch? Was mach ich denn da? Nein, ich lauf auch falsch. So. Jetzt hab ich's. Die Richtung ist richtig. Ja, ich denke auch immer, dass ich auch der grüne Punkt bin, aber wenn wir an einem Punkt stehen. Dann sieht man nicht wirklich, wo total der verrückt. Fall hinzeigt. Ja, total verrückt. Und man rennt immer in die falsche Richtung. Ja, ja. Jetzt wird es hier gleich Geballer geben, Jungs. Brrra! Oh, was ist das? Hat da jemand was aufgemacht oder warum gibt es da so eine Federation? Ich glaube, da hinten geht die Titanic gerade unter. Oder sie wurde gerade ins Weltall befördert. Ja, genau. Das war die Tesla-Titanic. Ganz viel. Die Testanic. Testanik, genau, sehr gut. Okay, Loch ins Zaun. Oh. Das sieht aber echt null sicher aus hier. Oh, Nase juckt. So. Wo ist denn der Loot überhaupt? Ich weiß es nicht. Nicht. Nichts wissen. Du weißt schon, dass es gleich nicht gut ausgeht. Ach, ich hab keinen Scope. Ich hab nichts zu verlieren. Sehr gut. Rifle-Armor nehmen wir noch ein bisschen mit. Auf der Minimap siehst du die Lootkiste gar nicht, ne? Nee. Wir sind aber ziemlich dicht dran. Kann man in der Map kann auch zoomen. Ach, da ist er doch. Oh Gott. Oh. Oh, was startest du da? Lass die Testanics in Ruhe, bitte. Ja. Auf einmal schießt sie auf mich. Das ist ein Scheiß-Loot, was mich hier anschießt. Was ist da drin? Ein Kompensator? Ein Kompensator? Oh. Zieh von rechts nach links, wie geht denn das hier? Ja, los, nimm mit. Wie geht denn das? Ich weiß es nicht, Barrier moves. We'll move soon. Run! War es jetzt richtig? Habe ich das mitgenommen? Wo bist du? Ich bin am Loot. Sie? Wo war das Loot? Die große Kiste hier, die blaue. Ach, das ist das Loot. Habe ich jetzt. Was? Ja, die Waffe habe ich. Open. Zack. Oh. Zack. Ich glaube. Kragen. So, was kann die? Die kann. Burst und Burst. Toll. Und ich habe 242 Schuss. Doch. Ja, Mathe war nicht meine Stärke. So, von mir aus können wir hier echt weg, ne? Ich möchte ungern am Loot campen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich möchte auch noch mal ein bisschen was ausprobieren. Oh, was ist denn hier los? Warum schießt denn das Loot? Achso, das ist wahrscheinlich extra so, dass man weiß, wo das Loot ist, ne? Das schießt dann alle paar Minuten. Ja! Oder? Oh, hier, Medikit. Zack.
Aber wir sollten hier nicht bleiben. Ja, aber wo wollen wir denn hin? Ich weiß es doch nicht. Wäre natürlich auch geil, wenn wir auf den Loot zielen würden, ne? Ja, soll ich mal... Aber wir müssen uns bewegen, wir müssen uns bewegen. Wir sind gleich nicht mehr im Bereich. Ja, das ist... geradeaus. So. Wir laufen garantiert eh wieder voll in die falsche Richtung. Wetten, in diesem fetten Hochhaus gibt es unendlich viel Loot. Guck mal, wie riesig das ist. Wenn du wirklich jedes Stockwerk vergehen kannst, ja. Dann kann PUBG aber einpacken. So. Ja, guck mal hier, du hast ja auch überall hier was drauf liegen. Das hat PUBG auch nicht so schön gelöst. Oh, Barriere, Barriere, Barriere. Oh, Gott sei Dank. Ja, die Kiste schießt da immer noch rum, das ist unglaublich. Ja, Akku-Kiste. Oh, ich fühle mich hier gar nicht wohl auf diesem offenen Gelände hier. Ja, was rennst du denn auch einfach raus? Verrückter Typ. Ja, danke. So. Ich leg mich erstmal hin. Ich chill, ja, hier, ich chill hier mein gönn Leben. Gönn dir mal eine Runde, genau. Chill dein Leben. Bei dir läuft eh schon, ne? 25, waren wir vorher nicht 24 Player? Ist ja gerade einer zum Leben erweckt worden, oder? Ja, man kann hier irgendwie wieder hochhelfen, ne? Also nicht retzen, aber irgendwie hochhelfen. Da ist noch so ein rotes Kreuz über deinem Kopf, wenn du abgeschossen wirst. Okay, aber kann ich denn, also wirklich wie ein Knockdown, oder? Ich habe keine Ahnung. Du hast schon zweimal gespielt. Ja, aber normalerweise, in der Regel bin ich der, der immer zuerst stirbt. Achso, ich dachte, bist du derjenige, der die Headers verteilt und keine wiederbeleben muss. Wie gut kennst du mich? Ja. Ja. Wenn ich an dein letztes Instagram-Video denke. Sehr gut. Was mir hier so ein bisschen fehlt, auf Schiff die Luft anhalten. Das ist ja ganz, ganz wichtig bei PUBG. Das fehlt mir hier extrem, dass eine Lunge aufleuchtet und man irgendwie genauer zielt. Aber wir rennen auch viel zu offen rum, ne? Der Bereich ist nicht mehr groß. Und da in den Häusern müssen Spieler sein. Und es ist einfach mal gar nichts los, Alter. Naja, 24 Spieler noch. Ja. Und da ist, einer. Ja, ich hab ihn gesehen. Zwei. Mach keinen Scheiß, Blank. Ich sehe gerade gar keinen. Auf E. Zwischen... Ah, da. Weiter. Ah, er hat mich erwischt. Wo ist er? Er ist in dem Gebäude gewesen, wo du drauf... Ja, warte. Nein, er kommt bestimmt jetzt zu dir looten. Ja, das kann gut sein. Genau, wenn du genau durch diese Ecke guckst, dann ist er... Ich habe Angst, dass er außen rumrennt. Im zweiten Haus. Oh. Nur Julian. Vier. So. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Ihr müsst ja nicht bei mir hinzugucken, aber Stolli geht gleich ab. Ja, camp ich jetzt einfach nur, da helfe ich dir. Kann ich dir noch helfen? Ich weiß es nicht. Ich habe ein rotes Kreuz bei dir beim Namen. Ich glaube nicht. Bei mir steht zumindest so ein Totenkopf. Ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, mal rübergehen und gucken, ob Sinn macht, außen rum zu laufen und ihn von hinten zu snacken. Hi, Alex. Ich bin noch im Bereich, hoffe ich, ne? So, ich habe mich hier mal hingelegt. Oh, ich fühle mich hier gerade echt richtig unwohl. Ja, vor allem, die sind alle in diesen Gebäuden drin. Ne? Umlaufe ich das Gebiet? Was? Bis wohin läuft sie denn? Oh, ich laufe jetzt einfach. Oh nein. Oh, Hilfe! Mayday, es wird geschossen. Der Damage ist aber auch übertrieben, wenn man da weggeht. Keine Chance. Wir müssen taktischer vorgehen, wenn wir solche Dinger stürmen. Ja, unbedingt. Match complete. Mal hin. 12. Platz. Testspiel war natürlich um einiges erfolgreicher. Ja, unsere Testrunde hätten wir fast gewonnen. Wir sind auf dem dritten gelandet, ne? Ja. Ja, dritter Platz. 50 Coins. Geil. Doch, dieser Sound ist das eklig. So, continue. Ja, und du meintest irgendwas, ich soll mir aufheben, die Kiste. Loot. Ja, machen wir später. Alles alt. Später, ja, dann Attacke. Play, Squad. Ja, ich warte dich schon. Du? Bin ich schon eingeladen? Ich bin noch nicht eingeladen. Kann ich erst, wenn du drin bist? So. Und ab nächste Runde. Oh. Warte, was haben wir denn noch? FGH. Quick Swap, Grenades und Weapons. Okay. Ah, F ist Barrikaden, G ist Granaten, zwischen den Granaten und H ist zwischen Waffen tauschen. Ich habe irgendwie in diesem Ladebildschirm immer Angst. Immer.
Immer wenn der voll ist, auf 100%, entscheidet sich, ob das Spiel bei mir abstürzt oder ob ich in die Lobby komme. Das ist total ätzend. Der ist aber viel weiter, weil er einen super Rechner hat. Ja. Der erste Quantencomputer in Deutschland. Red Eyes. Dabei bist du fertig. Du bist auch schneller geladen als ich. Ja, bei mir entscheidet sich aber gleich, ob das Spiel abstürzt oder nicht. Oh, fertig geladen und ich habe Angst. Und waiting for 24 players and 2 minutes to play. Ja. Waiting for Game-Abbruch. Oh, ich habe einen Sound gehört. Das war mein Sound. Oh, ich bin drinne. Press F1 für Clip Boost. Was haben wir denn hier? Airdrop Call. Ach so. Your own personal supply drop when you want it. Just maybe not exactly where you want it. Ach so. Ich kann mir immer so ein Supply holen, ja? Und eine Barrikade. 3 Special Arc Shields. 180 Degree Protection. Das ist ja cool. So, jetzt schaffe ich das schon. Ah, siehst du, das hätten wir auch mal vorhin machen sollen. Was denn? Einfach mal so eine Barrikade aufstellen. Ja. Ja, mitten im Nirgendwo. Ganz wichtig. Damit kannst du auch ganz gut Leute verwirren. Sind die zerstörbar? Ich hab's noch nie geschafft. Okay. Ich bin aber auch ein Noob. Aber du hast recht, mit Barrikaden kann man auch gut Spieler irritieren. Ja, irritieren, vor allem, wenn man im freien Feld ist. Da kannst du dich dann auch hinter verstecken. Nee, eben genau anders. Wenn du die aufbaust und nicht da bist. Oh, und dann denken alle, du bist da und dann rennst von hinten und bist nicht hinter der Barrikade. Du hast von hinten gesagt. Oh, und ich fall auch noch runter. Aber ich habe nach wie vor, ich habe jetzt nicht die OBS-Statistik auf, aber sieht super aus. Ja, sieht super aus. Sieht super aus. Keine, sieht super aus. Sieht keine, das super aus? Das sieht super aus. Keine Drops in der Render-Szene. Keine Ahnung, wie die Aufnahme ist. Keine Ahnung, wie der Stream läuft. Ich hätte echt die OBS-Statistik aufmachen können. Da sehe ich genau, wie alles läuft. Aber ich will mich auch nicht selber spoilern. Wir spielen auf EU-Servern, richtig? Du wählst sowas hier nicht aus. Du kannst auch beide Perspektiven durchschalten. Hier gibt's kein Ego und Third Person. EU, Europa meinst du? ja, stimmt. Das ist auch noch von Nachteil. Ein Zuschauer hat mir damals geschrieben, man soll unbedingt, keine Ahnung, Serverregion XY auswählen. Und da findest du mehr Spiele. Wollen wir mal abbrechen und mal auf einen anderen Server gehen? Ja, gerne. Ja? Dann komm. Ja, du bist doch der Leader. I follow the leader. Logging in. Das probieren wir mal aus. Europe. Ich kann's. Doch, da war's. Alter. Ja, das ist nicht mal ein Ping. Die Server sind ein bisschen unterlassen. Kannst du nochmal zurückgehen, nochmal aktualisieren? Ich weiß nicht, wo man hier aktualisiert, aber ich glaube, das ist einfach nur eine Falschanzeige. Bei oder mir ist nämlich. Oha. Auch. Ich glaube, das Internet nimmt sich einfach gerade die Leistung für OBS, keine Ahnung. Aber ich gehe mal auf North America. Lass mal ausprobieren. Pacific. Russia. La Maza Russia. Ich habe nichts gekriegt. Oh, siehst du, ich muss gar nicht in das Squad eintreten. Er verarscht mich hier die ganze Zeit. Das macht doch gar keinen Spaß. Ich gehe zu Hause. Ich gehe, na, kann ich gar nicht. Ich wohne so weit weg. Aber ich schlafe in meinem Auto heute. So. Sehr gut. Sehr gut. F12. Toggle HUD. F12 kann man nochmal drücken. Und aber das kann doch nicht stimmen. Wir haben noch keinen 1000er Ping. Dafür lief doch auch die Lobby zu flüssig. Kein Rubberbanding. Wir sind nicht zurückgesetzt worden. Vielleicht ist das in Nanosekunden. Ach so. Und Rot ist eine gute Farbe. Ja, ich meine, guck dir Stiere an. Ja. Die lieben Rot. Die fahren da voll drauf ab. Aber war das nicht sogar so, dass die Stiere farbenblind sind? Würde mich stark wundern. Das ist, nee, die sind wirklich farbenblind. Die regt meistens auf, nur dass die Bewegung vorhanden ist. Hör auf. Ja, die sehen sonst. Da könnte man auch ein grünes Tuch nehmen? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe sowas mal irgendwo gehört. Wollen wir da mal eine Challenge machen? Was? Kamera schnappen? Hast du einen Bullen? Das wäre so ein mega Fail. Kamera schnappen, in die nächste Polizeistation reinlaufen. Das hat er gesagt. Ein paar Fahnen schwenken. So, was soll ich sagen? Waiting for 20 players to connect. Ja, ich glaube, wir sind auf dem gleichen Server wie vorhin auch. Und wir sind zwei, die, also 23 hatten vorhin gefehlt, jetzt sind wir zwei reingekommen. Das ergibt aber keinen Sinn. Doch, ich glaube, das ist einfach nur ein Counter. Wenn wir jetzt jedes Mal rausgehen würden, wieder rein spawnen. Und dann spielen wir alleine, so genau. Werden wir auch Erster.
Das ist ein Plan. So gewinnen wir. So kriegst du die ganzen Lootboxen. Startest du nochmal neu? Nein. Oh. Na, hast du den Fotomodus gefunden? Nein, ich kann aber komplett nach Hause spielen. Nee. Aber wir sind doch die einzigen lebenden Menschen hier auf dieser Karte, oder? Das ist total merkwürdig. Nase juckt. Ich kann mich noch... Das sind Menschen. Das ist KI. Das ist einfach, wenn innerhalb von, keine Ahnung, 20 Minuten kein Mensch mehr einem Server beitritt, wir fangen an, Bots zu spawnen. Einfach nur schöne, große Bots. Oh, die stehen ja wirklich voll. Bestimmt bewegen die sich voll und wir sehen es noch nicht wegen dem Ping. Oh, das scheint aber schon ein erfahrener Spieler zu sein. Guck mal, mit Cowboy-Hut, passende Jacke dazu, die Schuhe passen auch und eine weiße Jeans. Na, hol das, lass so raus. Ich komm da nicht weiter. Wir spielen Cowboy und Nu. Was haben wir hier? Einen Herr Jack the Ripper mit einer Clownsmaske. Er sieht aus ein bisschen... Oh, guck mal, sein linker Fuß. Der fusioniert gerade mit dem Berg. Dem Berg? Ja, guck mal. Siehst du das? Achso, seinem rechten meinst ja, du? Achso, ja. Ja, aus meiner Perspektive links. Aber der fusioniert mit dem Berg. Oh, da hätten wir wirklich sogar einen Spieler 2. Das ist kein Spieler. Warum bewegt sich der Busch? Oh, das ist ja auch immer ganz nett bei PUBG, wenn du in so einer Crate, in so einer, die von einem Flugzeug gedroppt wird, mal den Buschanzug findest. Kennst du den? Ein Buschanzug? Ja, es gibt so einen Buschanzug, wo du dann von den Leuten nicht merken wirst. Also du kannst dich im Grunde... Ist das wie der Zauberumhang von Harry Potter? So ähnlich, nur dass du wie ein Busch aussiehst und nicht unsichtbar bist. Okay. Du setzt dich einfach irgendwo hin und dann bist du ein Busch. Also, dass man dich dann irgendwo noch in freier Fläche erkennt, ist echt schwierig. Es sei denn, du spielst die Wüstenmap. Ja, okay. Da sind Büsche eher auffällig, da ne? Da sind Büsche auffällig. Ja. Warum ist denn hier ein Busch? Warum hast du eine Maske an? Da ist doch was im Busch da hinten. Das hat Buschs Frau auch gesagt. Hä? Passiert hier jetzt irgendwas? Ja, er ist eben gerade auf 16 runtergegangen, dann wieder auf 17 hoch. Achso, ich habe ja meine HUD ausgeschaltet. Deswegen sehe ich nichts. Ah, und Screenshots macht er auch gerade. Ich mach mal kurz. Bei Steam ist Screenshot-Funktionalität ab. Ja, es läuft wunderbar. Das kann ich weiß auch nicht. Kann ein Switch zu alt sein? Obwohl, nee, es sind ja nur 2 PCs angeschlossen am Netzwerk. Ein Switch zu alt? Ja. Du hast immer noch so... Ich glaube, das war ein Anzeigeproblem. Ja, es war sehr merkwürdig. Aber es kommen ja auch keine Spieler rein. Es fühlt sich gerade so an, als wenn wir vom Spiel, vom Matchmaking, in einen der schlechtesten Server geschmissen werden, weil wir so einen hohen Ping haben. Wollen wir noch durchstarten? Nö. Also, ich meine das ganze Spiel. Vielleicht... Nee. Kriegen wir dann ein bisschen Ping. Och, Mann. Also, pro Runde Spiel neu starten. Also, ich muss mich entschuldigen, falls es irgendwelche komischen Geräusche nebenbei gibt, aber dieses Bügel ist echt anstrengend und drückt ein bisschen. Oh. Du machst auf jeden Fall viele Geräusche. Oh, jetzt hört man mich besser. Ja, ich habe ja gesagt, das Mikro musst du mal ein bisschen bewegen. Ja. Oh, ja. Und oh, Gott, das ist gut. Was? Tatsache, auf einmal hört man dich. Ja, Wahnsinn, ne? Also, selbst ich hatte Probleme, dich zu hören vorhin. Cool. Jetzt hören mich alle. Test. 14 Spieler. Boah, dauert das lange hier. Gospi, was geht denn? 1-1 schon runtergeladen, oder was? Ansonsten können wir aber nachher, wenn du Lust hast. Das ist ja nur ein Lasttest erstmal. Das reicht ja schon fast. Vegetation, papam, Runde gespielt. Lasttest, erfolgreich. Ja, komm, jetzt warten wir noch. Ja, auf jeden Fall spielen wir noch ein paar Runden Last Man Standing. Das auf jeden Fall. Aber wir könnten auch noch zum Schluss auf Counter-Strike Source ausweichen. Ja, dass du mit dieser Idee heute noch um die Ecke kommst, habe ich mir schon gedacht. Habe ich nicht installiert. Bam, bam, bam. Ansonsten können wir auch Minesweeper um die Wette spielen. Mein Rekord früher waren 16 Sekunden. Auf einfach. Oh, guck mal. Das ist nett. Oh. Es wird immer mehr. 15 Spieler. Wir waren gerade bei 14. Ich glaube einfach, dass dieser Server hier nicht weitergeht. Wir werden echt wegen dem Ping, glaube ich, auf den schlimmsten Server geworfen. Das Spiel ist so fucking buggy, ey. Ich bin so wütend. Ah, sauer. Oh, der sieht cool aus. Guck mal, hier mit Tattoos und goldener Gasmaske.
goldenen Knieschonern. Wahnsinn. Richtiger Vorzeigejunge. Und zwar werde ich von ihm verprügelt, ja? Und ich bin der Noob im Grün. Etwas. Also man braucht nur Shift gedrückt halten. Ja, und ein paar Mal Leertaste drücken. Ja. Anspruchsvoll. 14 Players. Boah, dauert das lange. Alter, 99er Ping. Zeigt er bei dir auch oben rechts Ping? Ja, zeigt er. Zeigt er. Was denn? Ping. Oben rechts Ping. FPS. Das ist kein Ping, richtig. Ich weiß, FPS. About Blank, wann streamst du eigentlich mal wieder? Gerade eben. Gerade über deinen Account. Ich habe mich eingehackt mit meinem Computer in deinen ganzen Capture Cards. Ich sitze gerade neben dir und streame über deinen Account. Das ist ja Wahnsinn. Aber vielleicht kriege ich noch irgendwann mal Lust, wenn die Lokalität endlich da ist. Wir schauen ja noch immer nach dem Haus, wo ein Tonstudio mit rein soll und eben auch ein Studio für Produktionszwecke, die man sowohl als Aufnahmeraum, aber auch als Streamingraum und Produktionsraum. Ey, was ist das denn für ein Bug? Jetzt bin ich hier gerade auf deinen Schultern gewesen. ja, und wenn die Lokalität steht, also das ist so ein kleines Haus, kann man da einfach nicht mehr nehmen. Außerdem sind wir ja schon verwöhnt von unseren 80 Quadratmetern alleine Lebensraum. Ja. Ja. Wenn man da jetzt natürlich noch 20 Quadratmeter Büro möchte und dann möchte man ja nochmal ein Studio und alles drum und dran und das ist dann halt nicht so einfach. Aber zuerst muss die Lokalität geschaffen werden und dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht, ob ich es mir irgendwo gemütlich machen kann. Weil in dem Büro, wo ich davor gestreamt habe, ist es halt auch ein gewisser Arbeitsraum für uns beide. Ja. Und er ist dann schwierig, wenn alles mit Greenscreens vollgestellt ist oder mit irgendwelchen Scheinwerfern oder Tageslichtleuchten und allem drum und dran. Du kennst es ja. Du hast ein Riesenzimmer. Also Leute, wenn ihr das mal sehen würdet, wie riesig das hier ist, wie viel Kabel und Monitore und Mikrofone und Scheinwerfer hier überall verteilt sind, das kommt einem gar nicht so groß vor, aber das ist riesig. Riesig. Also wenn man hier wirklich stopft, würden hier bestimmt 12 Leute reinpassen. Ja, ja. Also so ein richtig schöner LAN-Raum von früher, wer es nur von damals kennt. Also hier hätte man echt so ein Counter-Strike für 5 und 5 austragen können. Ja, das stimmt. Tja. Aber, ja. Das braucht halt Platz. Das braucht Energie. Und irgendwann wird schon soweit sein. Okay. Übrigens mag ich den Grün sehr. Der hat ein sehr, sehr angenehmes Grün. Der kommt bald weg. Was? Ja. Bist du neun, oder? Nee, ich kaufe mir mal Tonstoff. Ah. Das, was du auf Theaterbühnen oder in Tonstudios hast, ne? Und dann kleistere ich die ganzen Wände voll mit dem Zeug. Ist, schallschluckend, als Greenscreen verwendbar. Wird, glaube ich, sogar auch in den Green Rooms verwendet. Diese großen grünen Hallen. Ja. Von daher, das ist schon was Feines. Die Akustik wird besser. Der ist ein bisschen dicker, der Stoff, ja? Ja, ja. Okay. Kennst du King Whitey Dude? Nö. PUBG-Spieler. Der hat sowas ähnliches bei sich. Der nutzt ihn aber nicht als Greenscreen. Also man sieht bei ihm einen kompletten Ausschnitt. Habe ich also schon gesehen. Ich mach keine Werbung für andere Streamer. About Blank Rules. Sehr gut. Es sind noch 5 Spieler, Leute. 5 Spieler und bedenke, danach gibt's noch mal einen Countdown, ne? Stimmt. Oh, wir müssen hier nach echt Counter-Strike spielen. Das dauert mir echt zu lange hier. Oder Miscreated? Weiß ich nicht. Miscreated? Miscreated? Es gibt mittlerweile Schnee bei Miscreated. Es gibt Schnee? Ja, die haben richtig viel getan bei Miscreated. Ich hab da letztens reingeschaut. Achso, auch die. Och, guck mal, was der klatscht da. Er steht auf seinem Truck und klatscht. Ich klatsch ihn auch gleich. Komm mal her. Komm mal runter. Gib mal deine Maske, ey. Klatscht, ey. Ja, und natürlich kann ich nicht. Ja, was denn? Ja, komm. Hä? Ja. Es ist auch total realistisch. Es ist so viel Blut, wenn man jemanden verkloppt. Alter. 3 Players noch. Das ist auf einmal Iron Man. Grüß, ja. Hat er sich umgezogen, oder? Ja, ist umgezogen. Oha. Der hat echt ein Iron Man Outfit. Aber dieses, Wenn ich ganz. Kopftuch, ne? Boah, dieser Sound. So, noch drei Spieler, das kann nicht wahr sein. Wie lange... Warte, du weißt, es kann auch wieder hochgehen, ja? Ne? Ja. Oder wir connecten uns nochmal neu. Nein. Ja, das ist nur noch ein Spieler. Wir,
Wir müssen unbedingt mal die Zeit stoppen. Wie lange es dauert? Das heißt, es muss ja auch mindestens einer drin sein. Oder ein Team, was entweder aus einer Person oder aus drei Personen besteht, oder? Sonst hätten wir keine ungerade Zahl. Ja, kann sein. Ist so. Mathematisch gesehen ist es so, da hast du recht. Ich hoffe einfach inständig, dass wir länger leben, als diese Lobbyzeit hier gedauert hat. Oh Gott, dieses Springen ist aber... Ja. Das wäre furchtbar, wenn du hier wirklich gefühlt 20 Minuten wartest und nach 1 Minute 30 tot bist. Genau. Verprügel mal den Steg hier. 13 Minuten warten wir schon, ne? 13 Minuten? In der fucking Lobby, ey. Was? Ja. Das ist schon sehr herausfordernd. Das ist Unterhaltung auf dem allerhöchsten Niveau hier. Na, wollen wir noch ein bisschen tanzen dabei? Toll. Drei Leute. Hey, ja. Leute, was geht heute? Freestyle ist heute am Start. Oh, guck mal, der sieht auch cool aus. Richtig. Oh, gestern habe ich einem Streamer zugeschaut, der PokerStars gespielt hat. Und zwar Blackjack über PokerStars. Oh. Und mittlerweile gibt es richtige Menschen dort, die Dealer machen. Du gehst an einen Tisch, da wird da so ein Marker markiert in der Mitte. Und dann begrüßt dich der Dealer mit deinem Nickname. Der eine hieß Princess Carl. Also, hallo Princess, freut mich, dass du am Tisch bist. Und dann spricht er mit dir. Es gibt auch deutsche Dealer, es gibt englische Dealer, polnische, russische Dealer. Und dann kannst du dich echt mit diesem Dealer unterhalten, du kannst mit ihm chatten, du kannst ihm auch Sachen fragen. Er gibt dir auch Tipps, wenn du pushen sollst, wenn du mal doublen sollst, bla bla. Super interessant. Also quasi ein digitales Casino mit richtigen Menschen. Das ist cool. Das ist echt nett gemacht. Ich habe mir auch schon vorgestellt, wie das aussehen muss. Ne? Also der Typ sitzt dann wahrscheinlich auch nur vor einer Kamera und hat nur seinen Tisch. Aber ja, es ist echt cool. Also auch mit den Chips. Du siehst dann wirklich auf den Chips, was die anderen gebettet haben. Also wie schon echt super geil umgesetzt. Man könnte auch einfach in echt ins Casino gehen. Ja, das könnte man natürlich auch machen. Aber das machen ja die meisten. Also. Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, gibt es hier irgendwo in der Gegend ein richtiges Casino? Ja. Ich meine, keine Spielothek. Ja, ja, in Hannover gibt es ein Casino. In Hannover gibt es ein Casino, so ein richtiges? Ja, ein richtiges Casino. So richtig wie bei Hangover, so Caesar's Palace mit Casino unten drin, ja, mit genau. Springbrunnen und... Im Grunde ein zweites Las Vegas in Hannover, in Hannover List, da drin. Ja. Eine kleine Wüste und auch in dieser Wüste ein Fünftel davon Las Vegas. Geil. Ja? Genau so ist mir vorgestellt. Ja, gibt es. Prost. Apropos Prost, Entschuldigung. Was ist das da? Das Ejakulat in dem roten Wasser. Ja, das männlichste Getränk überhaupt, ne? Hat er eher gesagt? Nein. Ey, wir warten immer noch auf drei Spieler. Ja, wir warten auf drei Spieler. Meine Fresse, das ist unglaublich. Da willst du mal ein bisschen Battle Royale spielen? Bei PUBG hätte ich hier schon so einen Monster Kill. Aber Los Flores, Cerrato. Ja, und ich bin noch nicht mal betrunken. Ich glaube, ich fange einfach an, mich zu betrinken. Was haben wir denn hier? Ein Mangaroka. Oh, das Stream ist für Minderjährige geeignet. Ja, das ist nämlich Kokoswasser. Dieser Typ, ey. Kokoswasser, aka Ejakulat. Ich meine, wenn das Spiel... Dann will ich. Oh, ich habe hier ganz viel. Ich kann auch ein paar Special Effects hier. Hey, Jig. Dieser Typ, ey. Ja, so viel Spaß haben wir hier. Ja, sehr gut. Oh, vor allem wir, weißt du? Drei Spieler, ja. Er geht da drüben voll ab. Ah, doch, er geht richtig ab. Da ist ein... Hier ist eine Ausgrabungsstätte. Ich glaube, hier wollten sie gerade ein Auto frei pinseln. Was? Oh. antike Autos. Wir warten immer noch auf drei Spieler. Das war doch aus dem alten Ägypten, oder? Naja. Ja, hat man gesehen. Das konnten damals nur die Ägypter. Die haben nicht nur Pyramiden gebaut, die haben auch damals schon Autos in die Erde gebaut. Alex, weißt du? Kennst du? Weißt du, was das ist? Meine Schwester guckt übrigens zu. Alex! Moin! Ist das schön, dich zu... From Italia! Nee, das ist Spanisch. Ja, das war was ganz anderes, genau. Hola! Hola. Nee, hola ist auch Spanisch. Ich wollte es nicht sagen. Buenos dias. Buenas noches. Si, senor. Si ist Spanisch.
Waiting for 9 Players. Jetzt sind es 8. Ey, WTF. Das geht wirklich hoch, ne? Was ist das denn? Es geht hoch. Ey, aber ich habe mittlerweile 150 FPS. Also. Das kann doch wohl nicht. Wenn ich mich nicht bewege, habe ich 150 FPS. Okay. Mann, wieder neue Leute. Also Leute springen raus, weil die keinen Bock haben, so lange zu warten. Kann ich nachvollziehen. Ganz ehrlich, wollen wir kurz den Stream beenden. Ich ändere kurz die Spieltitel überall, dass wir Counter-Strike spielen. Ich will aber kein Counter-Strike. Nein? Ich will irgendwas anderes. Was hast du denn? Was, wollen wir Unreal Tournament spielen? Ich will Unreal Tournament spielen. Ich will nicht, dass das lädt. Oh, so gut, ey. Ja, kennt bestimmt auch keiner mehr. Doch. Das Thema hatten wir letztens erst in der Racing-Gruppe. Hast du gesehen, was aus ihm geworden ist? Ja, voll das Monster. Voll das Monster. Aber ne? Total. Richtig durchtrainiert, ja. Macht Hip-Hop und so. Schon echt cooler Typ. Er ist 22 oder so, 23 geworden und hat damals schon richtig viel Kohle gemacht. Die haben ja ein Interview mit ihm gemacht. Und er ist mit diesen Videos echt durchgestartet wie sonst was. Oh, ich habe auch gerade eine richtig gute Position für dieses Bügel. Gefällt mir sehr. Ja. Pass auf, ich beende den Stream. Wir gucken, was wir spielen und dann. Skrrra! Alles klar. Ich bin Leute. Fly, so wie Vögel. So, ich mache ihn mal aus. Wir sehen uns gleich wieder in einem anderen Spiel, Show. Wo wir auch spielen.